Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Planet Coaster. Aus dem Sandbox-Mode. So, wir müssen mal... Hier haben wir ja in der letzten Folge gestaltet. Jetzt müssen wir... Ach genau, ich wollte hier wegen dem Wasser gucken. Das ist etwas zu klar. Müssen wir eventuell aufgewühltes Wasser nehmen. Wie mache ich denn das Wasser da weg? Jetzt ist es weg. Ist das besser? Die Lampe da ist nicht gut. Aber das Wasser ist, glaube ich, besser, oder? Wir nehmen stehendes Wasser. Probieren wir das mal. Das wirkt, glaube ich, besser, ne? Ups. Ich glaube, wir sind zu hoch. So viel Wasser brauchen wir dann auch nicht. Ja, das würde die Brücke mit unter Wasser setzen. Machen wir es besser so. Oder wir machen Schmutzwasser. Hallo? Wasser? Das war jetzt wieder zu viel, ne? Ich wollte Schmutzwasser. Und was nehme ich? Nicht das Schmutzwasser. Jetzt sehen wir das relativ gut. Schade, ich würde es gerne etwas feiner rastern, wenn das ginge. Aber ich glaube, das geht nicht. Schade. Dann passt die Lampe dort auch. Die steht da nämlich nicht im Wasser. Aber das Schmutzwasser sieht man nicht. Das könnten wir nehmen. Oder das hier. Ich glaube, das ist das Beste. Oder? Das macht das Ganze ein bisschen schwierig. Ah, was wir mal probieren können. Wenn wir da so ein Umgebungslicht rein dübeln. Sowas. Aber halt in leichtem Blau oder so. Vielleicht ein bisschen mehr Blau. Dann sieht man das Wasser auf jeden Fall besser, oder? Da hat jemand die Tür geknallt. Ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt. Machen wir das. Probieren wir das mal. Die versenken wir da ein bisschen im Sand. So. Ja, dann wollten wir hier ja noch so eine Art Eingang bauen. Oder ich wollte das auf jeden Fall.
So, das ist hier so eine Art schicker. Ne, die Ecken brauchen wir, glaube ich, nicht. Es gab doch hier auch irgendwo. Da. Doch, ich glaube, so ist das. Nein, so ist das nicht, okay? Dann machen wir mal die Rasterung feiner. Verschieben. Die Rasterung können wir auch feiner machen. Genau, die hier. Verschieben. Ich glaube, das machen wir durch ein 1 Meter Schrägdach. Delete. 1 Meter, die ich. Das können wir nämlich genau hier weiter raus machen. So. Duplicate. So. Ich hoffe, das ragt da nicht irgendwie in die Fahrbahn oder so rein. Fertig. Da oben können wir noch ein bisschen Licht hinmachen. Aber nicht so eins. Wow. Nee. Eher sowas, aber dann halt in so einem Gelbton. Nicht in so einem. Sieht doof aus. Probieren wir es mal mit was anderem. Nämlich indem wir da oben eine Laterne drauf montieren. Die wir möglichst nicht an die Schräge anpassen. Ich habe eine Idee. Warum machen wir nicht einfach unsere... Genau, die hier. Die macht doch richtig Sinn. Die hängen hier und erleuchten, bringen die Erleuchtung. So, dann kann das hier unten nämlich weg. Hätte ich doch eigentlich gleich drauf kommen können. Da können wir noch einen hinmachen.
So sieht das doch gar nicht mal so schlecht aus. Und dann können wir den Weg nämlich dort entlang führen. Nicht so breit natürlich. So, da können wir den auch noch ein bisschen abstützen. Da machen wir auch noch ein bisschen. Holz schadet nämlich hier nie. Holzstützen sind wichtig. So. Klong. Fertig. Und noch ein. Machen wir einfach mal so. Und hier können wir dann nämlich noch so ein Dächlein hinmachen. Klong. Satteldächer, und 1 Meter Schrägdach. Aufwärts. So. Entsprechend feine Rasterung. Wieso hat er jetzt plötzlich wieder umgedreht? Nicht da hinten hin, du Nudel. Hier vorne brauchen wir dich. Ich würde ihn ja gern etwas jetzt zur Seite bewegen. Vergessen was. Den müssen wir noch. Da müssen wir noch einen dran setzen. Leider doch. Da ist irgendwie noch so ein kleiner Bug manchmal. Weil ich bewege jetzt die Maus und das kriegt er überhaupt nicht mehr mit. Das ist dann doch schon ein bisschen schade manchmal. Ich würde gern zur Seite bewegen, aber das will der irgendwie nicht. Der geht. In alle möglichen Richtungen, aber nicht in die er soll. Da
brauchen wir noch einen. Oh ne, beziehungsweise den können wir auch um ein ganzes Feld versetzen. So sieht es, glaube ich, okay aus. Das testen wir einfach, indem wir wieder unsere Lampen hier hinbauen. Nummer Uno. Und Nummer Zwei. Hoppala. So war das nicht gedacht. Edit. Machen wir den nur mit. Ja, so sieht's besser aus, glaube ich. So, Terra. Terra Tool. So. Die können weg. Da brauchen wir dann auch wieder diese Haken. Die können wir dann nämlich schön hier an die Seite packen. Jetzt kann man gucken, was denn die Uhr sagt. Aber Uhr sagt, ist noch okay. So, jetzt müssen wir ein bisschen hin und her schalten. Oh. Perspektive lässt wieder grüßen. So. Eins. Fertig. Die kann weg. Haken. Szenerie. Drehen wir mal. So. So, da war noch der Husten da. Zwingend notwendiger. So unbedingt noch Minütchen vor Schluss oder so. So. Passt. Fertig. Dann hätten wir unseren Durchgang hier auch. Ich überlege, ach so, den können wir dann auch wegmachen. Oh. Machen wir vielleicht doch wieder hin. Versetzen die nur. Hier hin zum Beispiel. Oder die können wir eigentlich auf den Pfosten setzen, ne? Gebäude. Holzsäule 2 Meter schlicht. Genau. So, machen wir die mal dahin.
nix. Schauen wir mal, dass wir die auf den Holzpfosten draufgesetzt kriegen. Oder wir machen es einfach so. Passt. Das ist eigentlich ganz okay so. Weil ich gerade immer hier auch noch einen hinsetzen müssten, aber ich glaube, das lassen wir. Können eventuell hier den Platz noch ein bisschen mit irgendwas füllen, das denken wir, darüber denken wir aber das nächste Mal nach. Viele Gäste haben Durst, ja. Fürs Erste sage ich mal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ihr seid auch morgen in der Challenge wieder mit dabei oder sonst dann halt übermorgen hier im Sandbox-Mode. In diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal.